Hallo, hier ist Frank aus Deutschland und willkommen in meinem Keller. Ich möchte euch mein neues Projekt vorstellen. Ich bin zwar zufrieden mit meinem alten 3D-Drucker, aber es wird Zeit für ein ausgereiftes Modell. Was brauchen wir? Nun eigentlich nicht viel. Ich habe ca. 100 Euro für alle Einzelteile ausgegeben. Hier mal alle Teile, die ihr für den Rahmen benötigt. Wir brauchen drei Arten von Linsenkopfschrauben. M5x8, M3x10 und M3x20. Dann natürlich die 3D gedruckten Teile. Alle STL-Modelldateien findet ihr in dem Link der Videobeschreibung. Ganz wichtig, aber schwer zu kriegen, M5 Hammernatz zur Befestigung an dem Aluminiumprofil. Diese müsst ihr bei Banggood bestellen, da diese hier in Deutschland nur für ca. 20 Cent zu erhalten sind. Ein paar Kugellager für die Führung der Zahnriemen. Profilwinkel für den Rahmen. Plastiklager von IGUS für die X-Achse. Und am Ende natürlich noch die Profile. Diese habe ich im Internet schon auf passende Länge bestellt. Führungsstangen für die Y-Achse dürfen natürlich auch nicht fehlen. Also, lasst uns anfangen. Ich stelle schon mal die Kamera auf und versuche alles zu dokumentieren. Manchmal werdet ihr auch nur Fotos sehen oder ich beschreibe einfach offensichtliche Schritte hier in diesem Video. Um die benötigten Teile zu drucken, verwende ich ASA-Filament von Avestron. Dieses ist besonders stabil und nicht hitzeempfindlich. Ich drucke es bei 240 Grad aus und stelle das Heatbed auf 100 Grad ein. Auf eine Carbonplatte mit 50 mm pro Sekunde lässt es sich bei 40% Infill wunderbar ausdrucken. Ich bin sehr zufrieden damit und das Druckbild ist auch sehr sauber. So, wir starten mit dem Zusammenschrauben des Frames. Zuerst überprüfe ich, ob alle Profile die gleiche Länge haben. Dann geht es an das Grundframe. Hier baue ich die Seitenteile auf, die später die Y-Achse halten wird. Der Zusammenbau ist sehr einfach. Eine M5x8 Linsenschraube durch das Loch des Winkels schieben und mit einer Hammermutter fixieren. Das Ganze dann in der Nut des Profils befestigen und so weiter. In meinen Augen reine Fleißarbeit. Das kann jeder. Ganz wichtig, an dieser Stelle überprüfe ich, ob alle Profile flach auf dem Tisch aufliegen und nichts wackelt. Falls doch, müssen die entsprechenden Winkel nochmal neu eingestellt werden.
Hier ein Beispiel, wie ich so einen Winkel anbringe. Das kann schon eine Fummelei werden, gerade wenn man, wie ich, nicht gerade ein Feinmotoriker ist. Die Führungsstangen erst einmal ignorieren. Ich hatte eine Weile gebraucht, um zu merken, dass diese für diesen Schritt nicht benötigt werden. Aber die Halterung für die Führungsstangen der Z-Achse habe ich schon einmal Vorbereitung. Schraube, 3D-Teil, Hammermutter zusammenschrauben und dann am Profil befestigen. Da mir nur Fotos aus dem Internet zur Verfügung standen, habe ich das eine oder andere Mal die Teile wieder abnehmen müssen und an der richtigen Stelle wieder anbringen müssen. Aber was tut man nicht alles für sein Hobby? Ja, an der Stelle hab ich wohl gemerkt, die Stangen sind viel zu kurz. Also wird das wohl die Y-Achse sein. Kommen wir also zur Y-Achse. Hier die Teile, die wir dafür benötigen. Drei normale Stangenhalterungen und eine, wo wieder geraten werden darf, wo die wohl hingehört. Und ab damit an das Frame. Glaubt mir, wenn ich sage, das war nicht das erste Mal, dass ich die Halterung angebracht habe. Natürlich war alles falsch und ich musste die Teile bestimmt 3 oder 4 Mal wieder ab- und anbauen. Macht trotzdem Spaß. Geschafft! Am Ende sollte euer Frame so aussehen. Hier ein Beispiel, wie ihr die Plastiklager von Igos in die Halterung baut. Einfach eindrücken und fertig. Halterung musste ich etwas größer als 101% ausdrucken. Die Lager müssen die Form behalten. Ich habe vorher noch die Ränder etwas entgratet, damit das Lager passt. Jetzt die Lagerhalterung für die X-Achse in den Wagen einbauen. Dabei die Schrauben erst einmal nicht zu stark anziehen. Das machen wir später, direkt an dem Führungsstang.
Hier seht ihr die ausgedruckten Seitenteile der X-Achse mit den angebrachten Kugellagern, die als Führung für den Zahnriemen dienen. Dem geneigten Zuschauer wird auffallen, natürlich habe ich ein paar Kugellager je Seite vergessen. Die fast fertig montierte X-Achse mit den Führungsstangen aus Carbon sowie den Seitenteilen. Am Ende wollen wir noch die Lager für die Z-Achse montieren. Hier benutzen wir einfache Lineallager. Diese sauber in das 3D-Teil pressen und anschließend mit den Brücken verschrauben. Die Z-Plattform muss einfach nur mit den Winkeln verschraubt werden. Dabei am besten alle Profile flach auf den Tisch legen und festschrauben, damit diese am Ende plan und gerade sind. Hier wird noch die Z-Führung für die Trapezmutter an das Profil befestigt. Die Z-Motorhalterung für den Schrittmotor. Wie alle anderen Teile am besten in der Mitte des Rahmens verschrauben. Hier zeige ich euch, wie ich versuche, den Motor für XY an den Rahmen zu befestigen und wie oft mir dabei die Schraube runtergefallen ist. Na, jedenfalls könnt ihr mir mal in die Augen schauen. Lach, voll konzentriert. Die Führungen für den Zahnriemen stellten mich vor ein kleines Problem. Wir brauchten hier im Dreischrauben mit einer Länge von 35 mm. Etwas zu speziell für mich. Also erstmal 10 Stück bei eBay bestellt.
Also, das war der erste Teil und der zweite wird dann so ungefähr in einer Woche kommen. Hier seht ihr schon mal den fertigen Hypercube und das wird dann auch in der nächsten Woche kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also dann, bis dann.